Hast du vielleicht ein Handy? Meins liegt mit dem Schlüssel im Auto. Ich will dich gar nicht abhalten. Ich habe selbst oft genug dran gedacht. Bin aber immer zu feige. Wie heißt du denn? Marlene. Wie die Dietrich? Hm. Wow. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Namen. Wie heißt denn du? Gisela. Wie die Gieske. Ich hasse mein Leben. Kenn ich. Aber man darf nie den Humor verlieren. Mein Mann geht mir spaßeshalber auf die Nerven. Mein ältester Sohn ist der talentierteste Taugenichts der Welt. Und mein Jüngster ist gestern von der Schule geflogen. Er fand es witzig, eine Amokdrohung auf seinen Tisch zu ritzen. Tommy? Er kennt euch? Geht ihr in eine Klasse? Ich bin schuld daran. Grüß Gott. Tut mir leid, da können wir Ihnen hier nicht helfen. Wenden Sie sich da bitte an Ihren Hausarzt. Ich muss Sie wirklich bitten zu gehen. Solche Fälle behandeln wir hier nicht. Es tut mir leid. Aber niemand wird dafür seine Stellung hier aufs Spiel setzen. Bitte gehen Sie. Sie gehen jetzt besser. Hallo Mama. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, hier zu sein. Wo treibst du dich nur rum, Junge? Immer woanders, Mama, immer woanders. Ich war bei Thompson. Er hat mich untersucht. Ich habe Schmerzen. Ja, keine Sorge, er hat nichts verlangt. Der ist ein guter Mensch. Ja, was hat er gesagt? Mama, was hat er gesagt? Ohne Labor und Geräte kann er es nicht genau sagen. Aber er vermutet, es ist Krebs. Nein. Wir sind nun mal ein Teil der Natur. Auch wenn viele das längst vergessen haben. Wir gehen, wenn Gott es will. Ach, hör mir doch auf mit Gott! Gott muss keine Suppe aus verrosteten Konserven löffeln. Was? Ihr Mathelehrer. Herr Schulze? Ja. Ich stehe doch immer auf Sie. Und das ist ein bisschen schwierig momentan. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich nicht. Du kannst dir auch nicht vorstellen, dass Papa gerade in Marseille seine andere Familie trifft. Er hat keine andere Familie. Nee, nur seine Florence. Sag mal, hast du eigentlich irgendwas für Französisch getan? Oder wird das wieder so eine improvisierte Nummer? Für heute schreibe ich dir eine Entschuldigung. Aber nächste Woche lernst du mit Papa. Er hat ja gerade seine Kenntnisse aufgefrischt. Und wenn ich deinen Thomas hier noch einmal sehe, dann brate ich seine Eier zum Frühstück. Marc. Sind schön, Marc. Heute Morgen war die Polizei schon da. Und wir sind zwar noch verheiratet, aber glaub nicht, dass du noch irgendeine Rolle in unserem Leben spielst oder spielen wirst. Er ist mein Vater. Ja, vielleicht. Vielleicht hätte er sich auch überlegen müssen, dass er schon eine Tochter hat. Das kannst du behalten. Und lass uns in Ruhe, ja?
war ihr, oder? Hi. Habt ihr sie noch alle? Was ist denn los? Wir proben Bin hier. Bin eigentlich wahr, wie das hier aussieht? Wie sieht's denn hier aus? Es sieht aus, als ob wir hier proben und du kommst hier einfach rein. Es sieht hier aus wie ein Saustall. Ich hab euch Vitamine mitgebracht, ihr kifft hier rum und ihr sauft hier rum. Ich sorge dafür, dass es euch gut geht, dass ihr Power habt auf der Bühne. Gibt's auch einen Grund, warum du hier bist? Oder wolltest du uns nur stören? Ja, es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Ja. Erinnert ihr euch? Promotion? Nein. Was? Hier, der Vertrag mit dem neuen Energy Drink. Was für ein Ding? Energy Drink. Ja, was ist damit? Ja, trink an, junge Leute. Entschuldige, Mama. Das Shooting hat ein bisschen länger gedauert. Hast du dem Model wieder erzählt, dass du ihre Seele so spannend findest? Ja, aber diesmal war es anders. Ach, hast du diesmal auch Fotos gemacht? Bitte, Mama. Du verstehst meine Arbeit einfach nicht. Ich verstehe, dass wir dich immer noch durchfüttern müssen. Und ich verstehe, dass ich seit gestern Morgen darauf warte, dass du mir das Auto aufmachst. Ich glaube, diesmal habe ich mich verliebt. Ich habe gestern verhindert, dass ihr Mädel runterspringt. Marlene. Wie die Dietrich? Hm. Hier? 16 und schwanger. Und rate mal von wem. Das weiß ich doch nicht. Ha, ich fasse es nicht. Papa! Wie geht's dir damit so? Ich meine, ihr seid doch schon ewig verheiratet. Nicht Papa, du Idiot. Die ist 16. Der Kurze. Da wäre Papa aber irgendwie wahrscheinlich auch.